Ich meine, huch, da ist ja ein Fisch. Ich meine, wenn ich alleine zocke, ist das kein Problem. Da mache ich das gerne. Denn wenn ich alleine zocke, ist das ja absolut kein Problem. Da rush ich einfach schnell durch. Da kann ich mich voll und ganz auf den Dungeon konzentrieren. Da muss ich nichts kommentieren nebenbei. Muss nichts labern. Denn das wird nämlich oft ganz schön unterschätzt, muss ich sagen. Ich glaube, die Fische sind gar nicht aggro. Egal. Das wird ganz schön oft unterschätzt, wie man sich konzentrieren muss beim Kommentieren. Also, was? Oh, hast du wenig Skill? Haha, das könnte sogar ich besser machen. Ja, wenn du die ganze Zeit nebenbei labern musst, dann kannst du dich halt nicht hundertprozentig auf das Game konzentrieren. Huch. Na huch. Was geht mit den Lags hier? Hallo. Hm. Und jetzt, ich würde gerne hier raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser. Warte, vielleicht, wenn ich die Waffe scheide. Nee. Hm. Hier muss es doch irgendwo einen Aufgang geben. Das gibt es doch nicht. Hoppala. Ach Gott. Diese Lags. Was ist denn los? Hm. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier überall rumgeschwommen bin. Moment, hier. Nein, das kann ich auch nicht machen. Dann muss es hier noch einen anderen Weg reingeben. Hier, von da aus. Da zeigt mir ein Pfeil hin. Hm. Das gibt es doch nicht. Ah, mit Schwimmen können wir sogar auch unsere Athletikfähigkeit verbessern. Nicht schlecht. Aber ich würde jetzt gerne zuerst mal raus hier. Keine Lust mehr auf das Wasser. Komm schon. Ich will hier auf diese kleine Ecke springen. Ich höre schon die ganze Zeit Kampfmusik. Das sind bestimmt diese Ratten hier. Scheiße. Okay, vergiss es. Funktioniert nicht, das ist zu hoch. Dann müssen wir uns irgendwie an einen anderen Weg hier raussuchen. Aber man muss doch irgendwie hochkommen. Nee, diese Ecken sind alle gleich hoch da. Vielleicht kann ich irgendwie... Nein. Okay, vergiss es. Vergesst es, vergesst es, vergesst es. Das funktioniert nicht. Und hier in dem Gang, wo ich hergekommen bin, gibt es auch keine anderen Wege. Moment. Ein Versuch noch, weil ich möchte ja nicht hier einen Dungeon machen und dann gleich der erste, den ich mache... Beim ersten stellt sich direkt heraus, dass ich den nur lösen kann, wenn ich hier per Quest reinkomme. Schwimmen wir nochmal hier den Rand ab. Vielleicht haben wir ja irgendeinen Schalter übersehen. Das könnte schließlich auch sein. Oder irgendeinen anderen Aufgang. Sieht aber schlecht aus. Und die ganze Zeit läuft diese Kampfmusik. Oh. Hm? Nein. Sah nach einem Aufstieg aus, war aber keiner. Dann wird das hier genauso sein. Hier gibt es auch keine Abzweigung oder keine Gänge oder irgendwas. Und alles ist so hoch gebaut. Das heißt, wenn man auf der Oberfläche unterwegs ist und irgendwann mal ins Wasser fallen sollte, dann kann man den ganzen Weg außenrum nochmal zurückgehen. Okay. Ja, ich würde sagen, vergiss es. Ganz ehrlich, ich finde hier nichts. Und ich weiß, kein Plan, was ich hier genau machen soll. Na gut, ein bisschen heilen, Infravision und go. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Ich bin jetzt hier oben hingesprungen. Wahrscheinlich braucht man das nur, wenn man schnell wieder zurücklatschen will. Okay, dann hätte ich jetzt noch eine Idee im Angebot. Was ist das? Oh. Nein, das wollen wir nicht. Das macht hier wahrscheinlich einfach wieder... Jawohl. Gut, das ist Wurst.
Aber wir haben ja, meine Idee wäre, ich habe ja diesen Schalter bestätigt. Und dann sind alle vier von diesen Dingern nach oben gegangen. Und vielleicht, außer dass die diese... Hoppala, ich wollte es den gar nicht aufsammeln. Egal. Tragen wir halt noch so einen Stein mit uns rum. Vielleicht ist ja jetzt hier eine Tür aufgegangen oder so. Gott. Diese Stimmen. Lebt wohl. Hallo? Das Herzland und das Tal von Nieben sind die landwirtschaftlichen Kornkammern von Cyrodiil. Guckt euch das an. Aha. Nichten aus den anderen Provinzen. Ah, was geht ab? Performance-Probleme vielleicht. Befindet sich ganz Kirim unter Belagerung. Scheine ich aber irgendwie nur heute zu haben. Ach, ich sollte vielleicht mal dran denken. Moment. Okay, also, das jetzt bin ich ein bisschen deprimiert. Moment, eine Tür führt nach Nornal. Wir sind gerade Nornal. Ah, okay. Also müssen wir nach Nornal zurück. Lebt wohl! Jetzt habe ich gerade eben sogar gehört, wie einer seine Waffe gezogen hat. Nach Nornal zurück und von Nornal aus muss es dann einen Durchgang geben zu den anderen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich sollte mein Virenprogramm mal abschalten, den ich aufnehme. Ich habe nämlich das wundervolle Kaspersky. Ich weiß, einige sagen, man braucht gar kein Antivirenprogramm. Ich glaube, ich brauche nicht wirklich eines, weil ich eigentlich weiß, was man, auf welchen Seiten man besser unterwegs ist und auf welchen besser nicht. Moment, vielleicht, wenn ich ihn auf mich aufmerksam mache. Das ist nämlich der einzige Weg, den es hier noch gibt. Vielleicht muss ich ihn auf mich aufmerksam machen und dann macht er mir die Tür auf, weil er zu mir will oder so. Hallo, hier. Hier. Hallo. Alter, kann ich eigentlich hier durchschießen? Nee, okay. Schade. Verdammt. Na. Ich will hier nicht drauf. Das ist mir ein bisschen zu gewagt. Moment. Legen wir mal ein Safe State an. Okay, was war das? Ich trau mich nicht. Gut, egal. Hier, komm mal her. Hier bin ich. Hallo. Kannst du nicht die Tür aufmachen? Du möchtest doch gegen mich kämpfen. What the fuck? Jetzt ist er mal kurz abgespastet. Hier, hallo. Hier, hallo. Na, na, willst du an mich ran? Come and get me. Can't touch this. Na, drückst du jetzt einen Knopf? Drückst du jetzt einen Knopf zum Aufmachen? Komm schon. Ist das deprimierend. Verdammt, ich würde richtig gerne die Ruine ausräumen, aber irgendwie... Ich habe was übersehen. Oh, nee, oder? Hinter der Kiste. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Der Eingang war die ganze Zeit hier. Da haben wir ein lebendiges Exemplar. Oh, fuck. Oh, shit. Zeigt mir was. Oh, hast du mir eingeschenkt, mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, Heidenei. Scheibenkleister, Scheibenkleister. Moment, bringt's was, wenn ich dich irgendwie drüber locke oder so? Der hat gesessen. Schön in der Luft hat's ihn. Oh, wie er hier da liegt, ey. Mit den Füßen noch auf dem Gitter drauf. Oh, in den Sack. Tut mir leid, ich wollte dich nicht impotent schießen noch vor deinem Tod. Und du gibst mir nur einen einzigen Pfeil zurück. Das finde ich auch unhöflich.
So, wo hast du dein Schwert gedroppt? Und hier hinten liegt das Schwert. Du bist aber ziemlich weit geflogen. Und dazu auch noch nur ein eisernes. Jetzt bin ich fast schon enttäuscht. Gut, egal. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Wir werden richtig viel Zeit in dieser Ruine verbringen. Die ist ja nicht gerade super kurz. What the fuck, ein Hund? Oder war das ein Wolf? Nein, ein Hund. Ein Haustier von den Leuten hier. Oh, leichtes Schloss. Das können wir mit unserem supergeilen Zauber machen. So, unten die Tür geht zu Nornalgaia. Oh Gott. So viele Türen. Ja, seht ihr? Oh, eine Falle. Die gefailt hat. Deswegen bin ich absolut nicht gerne in den Ruinen unterwegs. Also mittlerweile bin ich nicht mehr gerne unterwegs. Es gab ja eine Zeit... Oh shit. Huh, oh shit. Das waren die beiden Leute, die wir die ganze Zeit gehört haben. Und irgendwie gingen die überraschend leicht down. Vielleicht war ich gerade... Oh, Silberclaymore, nicht schlecht. Ja, können wir vorerst mal alles mitnehmen, bis wir nichts mehr tragen können und dann können wir weiter gucken. Das ist nur eisern. Das waren hier nämlich die Leute, die wir die ganze Zeit reden hören haben, als wir da unten lang gegangen sind. Jawohl, das ist dieser Zwischengang. So, und jetzt sind wir nochmal in der Halle, wo wir vorhin baden gegangen sind. Bloß diesmal sind wir an der Oberfläche und nicht mehr im Wasser. So, und vorhin, genau, habe ich nur ein paar Ratten gehört. Und mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen netten Magier hier, der mir seinen teuren Stab geben möchte. Das fände ich sehr nett. Da haben wir noch eine Ratte. Und da haben wir noch eine Ratte. Stone Corporations. Ungezieferbeseitigung auf hohem Niveau. So, okay, hier haben wir noch eine. Ich muss sagen, das ist hier ziemlich gut, um den Skill hochzusteigern. Wir haben 4 fucking Schalter, okay. Ich weiß nicht, warum ich fucking gerade eben gesagt habe. Das ist die Amerikanisierung in mir. So, der Schalter macht das auf. Ja, dann machen wir doch gleich mal alles auf, oder? Oh. Oh. Und der hier? Okay. Und der hier? Ah, die bedienen immer beide. Oh, jetzt scheine ich... Oh. Oh, oh. Okay. Ein kleines Puzzle-Game. Öffne die Dinger in der richtigen Reihenfolge, wie es aussieht.